Hallo. Hallo. Willkommen zur Herzlich. dritten Folge. Herzlich willkommen. Herzlich. Fisch. Fisch. Zu unserem weiteren Video von Astronair. Fake Minecraft. Ja, genau. Genau meine Rede. Ich freue mich jetzt schon, wie ich die Parts nennen werde. Keine Ahnung, aber es wird lustig. Warte. Ah, hier gibt's noch Zink. Hier nicht mehr. Weißt du was? Ja, jetzt nur mein Skype-Kopie. Du hast keinen Platz mehr hier für Zink. Es gibt keinen Zink mehr, deswegen hole ich jetzt ein bisschen Latte dort. Ah, natürlich finde ich jetzt Gemisch. Wie war denn dein Gemisch? Wie war denn dein Wochenende? Viel Spaß. Ach so. Ach so, wir hatten Wochenende vor kurzem. Nein, es ist Mittwoch. Ja. Fand ich gut. Was passiert? Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Weiß ich nicht. Dann fangen wir an zu erzählen. Ja. Ich war, glaube ich, sogar Schulshoppen. Aber du hast mir vorher später doch noch ein Bild geschickt. Stöckelschuhe. Für deinen Rap-Auftritt. Ja, genau. Am Samstag. Ja, ich trage die gerne über den Augen. Jedenfalls möchte ich erzählen, wie mein Bruder gestorben ist. Ah, ich werde sterben. Ah, das war ja direkt vor meiner Fresse. Entschuldig. Alter, ich glaube, ich nehme 6 Forschungsgegenstände mit. Ich habe 2. Ah, da habe ich übertrumpft. Ja, aber ich steck's ja jetzt schon rein. Willst du mir vielleicht helfen, mit nach oben zu tragen? Nö. Ich pack ja schon meine mit nach oben. Hast du aber schon, stell mal die Dinger her. Was? Ja, ja. Ja, diese, ja. Ja, nimm die mal mit. Diese Plattform, nicht Plattform, sondern, ne? Da, wo man Batterien drauf tut. Komm schon, Isaac, du weißt, was ich meine. Wir haben da noch. Hast du die schon voll? Ach, ja, so, aber ich will den ganzen Tisch voll. Aber du hast noch 2 gemacht. Ich dachte, du hättest schon alle. Nee, habe ich dich doch hart losschicken wollen. Wir haben doch hier noch rumliegen. Wir haben hier noch 6 Stück rumliegen. Oder so. Ach stimmt, ich habe ja von mehr gefahren. Ja, gute Überzeugung. Ich auch. Ey, ich hab da unten noch einen Exo-Koffer. Ja, ich weiß. Ach so, warte. Nee, hier warst du gar nicht. Du kannst nicht wissen. Ja, aber bei mir auch. Ich weiß. Ich kann's wissen, du hast mir vorhin erzählt. Stopp! Ich mag das nicht. Natürlich fahre ich durch diese eine verfickte Lücke und sterbe jetzt. Mit Ehre. Nicht. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich weiß, dass mir die Luft ausgeht, Game. Jetzt sterbe ich aber wirklich. Ah, okay, wurde ich einen Bug gerettet. Chillig. Wie du bist hier unten. Hm? Oder ist das ein Bug? Nee, du bist doch nicht unten. War nur ein Bug, war ein Bug, gut. Oder schlechte Physik. Ich mach nochmal Bohrerweiterung. Lehm. Keramik. Ah, haben wir doch schon. War ein Video. Ja. Haben wir das doch. Brauchst du die schon? Außer für so einen Berg. Ich bin durch dieselbe Lücke gerade gefallen wie gerade eben. Ich scheiß Vollidiot. Wo ist denn der Exo-Koffer? So.
Ich habe irgendeine Quest erfolgt. Hä? Stopp. Alter, ich habe eine Erzzertifikat. Nee, habe ich nicht. Junge, schrei doch nicht so. Aber ich habe mit. Zu mir das Gehirn rausschreien. Isaacs, ich bin geistig zurückgeblieben oder sowas, keine Ahnung. Ah, hier! Hm. Warum ist der Terminator so versteckt? Oh ne, ich werde wirklich sterben. Du Wichser. Ich hab doch Verbindungen. Das meinte ich nicht mehr, aber okay. So. Ah, nicht wieder ins Loch. Ah. Was ist wohl in dem Exo-Koffer drin? Ja, yeah, jetzt geht's ab. Los geht die wilde Fahrt. Woo! So ein Rover? Findet ihr das nicht cool? Ja, ja. Mit dem ernsthaft? Kleinen Rover, gemacht, ja, ja. Weißt du, was mir auch auf den Sack ging in diesem einen Video? Ich so ein Typ Learny. Er hat voll genervt. Das ist so ein Spaß, er wird ganz einfach nur mit dem Traktor rumfahren. Wie in Real Life. Alter, gut, sei ehrlich. Treffer. Du treffen vor allem. Au. Oh. Oh mein Gott. Ah, ja, es tut mir leid, dass ihr das gerade mit ansehen musstet. Was machst du denn? Ich bin aus 2 Metern Höhe gefallen und gestorben. Ich habe eine Aufnahme seit 6 Minuten und ich bin ungefähr genauso weit wie gerade eben. Nur, dass ich ein bisschen weiter mit den Forschungsgegenständen bin. Weil ich ungefähr 4 Minuten von den 6 Minuten gebraucht habe, um nicht zu sterben. Um dann einen Exo-Koffer zu retten. In dem dann 200 Bytes drin sind. Lohnt sich. Soweit ich weiß, finde ich jetzt noch Safe Call noch mehr Forschungsgegenstände, die ich mit nach oben bringe. Ständig bin ich runtergekommen für Zink. Mhm. Das ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß. Nein! Diese verfickte Scheiße. Ich habe hier oben einen Exokoffer abgetan und er ist einfach hier runtergekullert in eine andere Höhle. Ist die Drecksdinger noch einmal. Nein, er ist halt wirklich runtergekullert. Das war nur eine Vermutung. Ne, also er kann da unten bleiben. Ich hol mir weiter Aluminium. Ich habe auch ein Aluminium. Ich habe auch ein bisschen Aluminium gefahren. Ja, ich habe eine Riesenquelle gefunden. Was für eine Kuh? Wollte ich auch schon mal mich selbst fragen. Ah, guck, da ist noch ein Forschungsgegenstand, den ich mit hochtragen will, aber ich steig jetzt einen nach dem anderen hoch. Ganz dumme Entscheidung. Warum? 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 Alter, ich glaube, ich habe einen riesen Exo-Koffer gefunden. Nee. Sehen nur so auf. Sieht aber. Nee, okay. Ja. Da so bei mir auch vorhin aus, so von oben. Das irgendwie so aus 10 Kilometer aussieht, wie als wäre es ein Planet. So groß wie Pluto. Also kein Planet. Diese scheiß Lache von dir. Ich weiß noch, als wir erst mal geguckt haben. Haben die Typen Naruto Blazing gespielt auf dem Handy? Dieses Müllgame? Nee. Es war so gut, dass die Server eingestellt wurden. Und sie wirklich? Ja, hab ich schon mal erzählt. Ja, ich höre dir nicht ganz zu. Du hörst mir nie zu. Du hörst mir nicht mal ein bisschen zu. Du hörst mir gar nicht zu. Was willst du von mir? Dummer Wichser. Wo hab ich den scheiß Stein am Bein gelegt? Ich hab gerade eben einen hochgetragen, falls du. Ah ja. Untergartenstand. Ja, ja, neben den Hochgang. Ja, ja.
Das war ich nicht. Das war der Weihnachtsmann. Bam, bam. Und der Satan. Der mit dem Tag-Team gearbeitet. Ich weiß, wie hieß nochmal der böse Krampus? Krampus. Das Krampus. Keine Ahnung, was der ist böse das? Weihnachtsmann, der Kindern Socken in die steckt. Nee, der Sieht doch, cool der aus. Kindern Socken. Kohle in die Socken steckt. Sieht cool aus. Nee, Krampus. Gibt's eine American Dad Folge sogar dazu? Das ist Gegenteil vom Weihnachtsmann. Nicht der Grinch, sondern der Typ ist die Ausgeburt der Hölle und der ist eigentlich böse, aber in American Dad wurde er lieb hingestellt. Da ist ja auch der Weihnachtsmann böse. Ja. Schade, dass du Krampus nicht kennst. Ich geh jetzt auf. Alter, verfickt nochmal einen Rover. Ich habe eine 11-Minuten-Aufnahme, wie ich versuche, Forschungsgegenstände hochzutragen. Ich und dabei scheitere. Der, das heißt, ich habe 6 Minuten Lass verschwendet da, mit dem Exokoffer, den ich jetzt im Endeffekt nicht mal hole. Lass ein Abo da, falls ihr den cool findet. Fuck. Den Rover? Hm, ich glaube, ich bin gerade fast voll. Ja, was ist das? Ich wollte gerade sagen, ich sage jetzt nicht alle Forschungsgegenstände hoch, aber jetzt muss ich alle hochholen. Au, au. Au. Aus Komplexgründen. Ja, es ist psychisch also. Bei ihm analysiert, dass er behindert ist. Und Armin, dass er geistig behindert ist. No front. Dafür brauchen wir nicht mal eine Studie. Dafür reicht eine simple Frage. Wie heißt du? Verstehst du? Der ist so dumm, der Geil wird sogar bei der Frage, wie heißt du, bei dem wird man sogar merken, dass er geistig behindert ist. Ich würde sagen, ich glaube Armin. Das kann ich mir bei ihm vorstellen. Willst du das als Antwort einloggen? Kannst du jetzt lachen, damit es nicht so still ist? Willst du das jetzt als deine finale Antwort einloggen? nee. Okay, gib mir erinnerst du dich noch an 5 plus 5 mal 5? Ich habe vieles gehört bei 5 plus 5 mal 5. Ist ja Punkt vor Strich. Also wäre es ja eigentlich 5 mal 5 sind 25 plus 5 sind 30. Man kann aber auch 5 plus 5 sind 10 mal 5 machen, das wäre 50. Ist ja auch okay. Aber wie zur Hölle ist Armin damals auf 200 gekommen? Er hat sogar einen Taschenrechner eingegeben. Selbst wenn du 5 mal 5 mal 5 nimmst, kommst du nicht auf 200. Du musst ganz andere Zahlen eingegeben haben. Aber wieso? Bitte Kohlenstoff irgendwo noch. Wir haben doch so viel Kohlenstoff. Wo? Beim Ofen, 3 Stück. Hä, ich kann jetzt nicht ranmachen. Ach so, ist noch nicht komplett leer gewesen. Also, Armin. Oh ja, guck dir das mal an. Nochmal der Vollendigungsdrang. Nochmal dazu gezwungen, den verschieben zu müssen. Warum hast du eigentlich hier für kein Scheißding? Hatte ich, das hast du dann aber weggemacht. Quark. Es geht mir in letzter Zeit auch richtig auf den Sack bei David. Der sagt in letzter Zeit immer, das ist ganz großer Quatsch. Okay. Was okay, Lan? Da war das nicht ein Präferenzbutton, dieses im Kreis-Symbol? Was für ein Kreis? Dass das präferiert werden soll. Wo? Ja, sieht's nee, aus. Keine Ahnung. Ja, ist es. Okay. Oder das ist ein bisschen zu wie Aluminium Gold. Ey, ich wollte die Batterie aufladen. Nicht ausladen. Ja, aber du musst den mittelgroßen Generator anmachen. Der ist der schon an ist. Ja, aber man muss auch bedenken. Ist gerade Windstille.
Ja, und es läuft gerade alles auf Hochtouren. Und ich zapfe ziemlich Energie, weil ich ganze Batterien umcrafte. Heppa. Hallo? Hallo. Hey, hallo? Ja, ja, man, es gehört, außersehen mein Kabel ist ausgerissen. Ich hab hier. Kuss für mich. Gib mich einen Kuss, bitte. Ne, hier. Warte mal, was ist, wenn ich den Generator ausschalte? Ja. So. Ich komm bis dahin noch mal ein bisschen Wind. Ich muss noch mehr Zink holen, ich glaub's nicht. Und ich muss das vervollständigen, ich kann das nicht einfach so lassen. Was will ich denn bitte für ein Bastard? Was, Was denn aufs Maul? Ach, du Hund. Ja, Maniac. Amolinium. Zink. So, bam. Ja, die drei Drucker sind jetzt hier, ne? So, ich mach den hier noch an. Drucker, meinst du, Forschungs? Nein, die Drucker hier. Und drei Drucker, ach so. Meinst du ja wirklich die Drucker? Ach da. Ah, ja, das haben wir früher auch gemacht in dem Video. Mhm. Oh. Oh, ich mach ihn aus. Die Batterien an. Die Geräusche. Mein trotzdem an. Nein. Doch, mehr Strom. Die werden doch gerade voll. Die werden doch gerade voll. Meine Maß. Ey, kannst du aufhören, das so hässlich zu machen? Nimm okay, doch den, der abseits ist. Ich hole jetzt nach Kupfer. Ich hole Kupfer. Noch mehr Zink. Ich hab Kupfer. Aber Zink ist wichtiger. So, wofür wir Zink brauchen? Kupfer. Nee, weißt du, wofür wir Zink brauchen? Kupfer. Ja. Kupfer. Einfach so ein Pokémon. Ich hab Kupfer. Kupfer, ja. Kupfer. Also, ja, setz Kupfer ein. Kupfer. Bah. Kupfer, noch mehr Kupfer. Oh. Okay. Könnte man mit dem großen Rover boosten? Nach dem Video. Im Video? ich weiß nicht mehr. Ist zu lange her, das Video, das war schon vor 4 Tagen inzwischen. Ja, das war vor ein paar Monaten. Genau. Hast du das nicht schon mal gesagt? Genau. Ja. Genau. Entschuldigung. Wie geht es dich? Ich glaube, sind die Leute in meiner Klasse. Sie sind alle so froh, dass ich nicht mehr in der Klasse bin. Echt? Nee, ja, ein paar bestimmt. Wie Thomas zum Beispiel, den ich immer noch hauen will. Ah, Thomas, falls du das siehst, Digga, ich geb dir irgendwann so eine Bombe, das schwöre ich dir, wenn du weiter so machst. Aber er bessert sich gerade. Heute zum Beispiel habe ich ihm gesagt, Thomas, wenn du nicht dein Maul hältst, dann schlage ich dir alle Zähne raus. Weil ich, Clash Royale gespielt habe und dreimal hintereinander verloren habe. Okay. Ich werde leicht wütend bei Clash Royale spielen. Oh, Zinkblende, gib her. Oder würde ich Thomas niemals was antun? Dafür hätte ich zu viel Angst. Nicht mal vor ihm, sondern dass er es dem Lehrer sagt. Du Wichser.
wie oft er mich schon verpetzt hat. Oh, jetzt will ich ihn wieder schlagen. Na toll, Isaac, wegen dir will ich wieder Gewalt verüben, Thomas. Boom, 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 boom. Das hast du ja gut geschafft. Du machst mich zum Attentäter. Ist das nicht geiler als... Digga, warum wird hier angezeigt, dass hier Zink ist? Ah ja, hier ist auch Zink. So, ich hab mehr Graphit. Als ich? Sicherlich. Oder ich mir nicht so... Ich sag ab sofort keine Gegenstände mehr hoch. Forschungsgegenstände. Ab jetzt zeige ich keine Forschungsgegenstände mehr hoch. Wieso nicht? Das, weil ich viel zu lange dafür brauche. Wenn ich 6 Stück hochtrage, die in 2 Minuten weg sind. Wir haben eh gerade viel Bytes. Meine Güte, endlich. Kriegst du einen Kuss von Thomas? Nein, Arbeitslicht. Wie im Video. Oh, ich kann mir Kupferverlängerung herstellen. Mit Kupfer kann man sich Verlängerung herstellen? Hm? Ach so. Warum hast ich dachte erlaubt? An Luft. Ich dachte an Luftding, ja. Nee. Wofür brauchst du Verlängerung? Damit unsere Base schöner wird. Nein. Ah, doch klar. Ich suche mir mal noch weiter Kupfer. Weiteren. Aber brauchen wir noch nicht, außer für Arbeitslichter oder nicht? Doch. Für ein paar Sachen. Für ein paar Legierungen hast du es, glaube ich, sogar gebraucht. Ah, stimmt. Ich hab's wieder vergessen. Einmal im Video musst du ja auch von dem einen Planeten wieder zurückbringen, um Kupfer zu holen. Ah, nein, ich bin nicht mehr. Sicher? Wer von den beiden? So ein fetter, hässlicher Ausländer. Ey, die hat doch da gar nicht mitgespielt. Achso, du sagst Ausländer. Ah, ich weiß nicht. Da kann es denn gewesen sein, oder was meinst Mann, du? Mann, ich denke halt nach, wie hieß denn der Typ mit A? Euer bester Freund aus Hannover. Kilian? Ah, Eirik! Wie es nicht Kilian ist? Nee, Eirik, der war doch ein Ausländer. Oder der hätte ich immer aufgeregt, wenn du ihn Ausländer genannt hast. Ich habe ihn oder so nicht. Nie genannt. Oder Moslem? War das Moslem? Ja, da sagt Kilian immer. Warum ist er dann ausgerastet? Hat er was gegen Moslems? Yeah, etwas gegen Moslems. Yeah, ich verlinke euch mal seinen Account. Lasst ihm positive Kommentare da. Und sagt ihnen, es ist nicht schlimm oder man muss sich nicht schämen, ein Nazi zu sein. Was der Ausländer sagen. Moslem sagen. Und im Endeffekt kamst du auf Nazi. Na toll. Ist ja eigentlich das gleiche schon. Ich glaube, das ging ein bisschen zu weit. Das gleiche einfach. Steaks. Junge. Einfach das gleiche. Menschen sind ja alle gleich. Egal, welche Hautfarbe. Das haben mir die Jungs in Discord klar gemacht, I6. In welche? In TeamSpeak meinst du? Ja, hab ich auch gesagt. Yo! Wie es abgeht, Alter. Wow, ich fühl's Alter. Richtig. Yeah. Oh nein. Ja, Augen explodieren gleich. Ich muss vielleicht weil ich gerade auf mein Handy geguckt habe und es war komplett weiß und ich bin ganz in der Höhle, das ist komplett dunkel. Kann jemand von euch morgen für mich im Jugendtraining machen? Nee, kann ich nicht. Oh nein, ich glaube der Rover ist dead. Hm? Warte. Oh, man kann auch an den. Oh, scheiße. Schilder brauche ich auch Strom. Stimmt, wir haben den auch mit diesem teuersten Ding, Titanium, bla 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 gemacht. Und dann braucht man auch so ein RTG. Ja, woher weißt du das? Video. Achso, kam's dann?
War ein ziemlich umfassendes Video. Hat das halbe Spiel erklärt. Aber auch nur das halbe. So. Die Hoverbots gab es im Video nicht. Naja. Also es ist ziemlich viel Neues, worauf ihr euch noch freuen könnt. Denn wir werden es zu 100% bis dann spielen. Wenn nicht, schickt uns eine E-Mail über Facebook. Oder wir geben euch unsere Adressen wie Drachenlord, da könnt ihr jetzt einfach mal besuchen kommen. Finden wir ganz freundlich. Immer wenn wir es sehen. Wenn ihr Eier werft, dann bitte Bio. Damit wir auch nicht verschwenderisch werden. Bitte und Bio. Keine geringwertigen Eier haben. weg mit der Oberfläche. Ah, ich finde unsere Base echt hübsch. Du siehst gerade nicht, was ich mache, deswegen das ist es gut, dass du nicht da bist. Oh, oh, wenn ich die Batterien stapelte, ging es so einen Steifen. Fuck, war das schlecht. Komm schon, hier. Ey, wir verdienen gar zu viel Strom. Verdienen? Ja. Interessant. Oh mein Gott, ich hab's doch raus. Ah, ich weiß auch warum. Rover, Glitzer, Rover. Okay, ich sag dir warum. Okay. Fast, April. Wer? Abelia ist das so ein, Habe ich mal erzählt, was er leichter mal vorgelesen hat? Anstatt Abi hat er mal ABI vorgelesen. War ja auch lustig. Oh mein Gott. Das, Oh ja, wir machen gerade richtig viel Minusstrom. Findest du das denn gut, damit du siehst, wie deine Batterien wieder befüllt werden? Nein! Vielleicht? Wäre das schlimm? Kommt drauf an, wie du es interpretierst. Schreib eine Interpretation, dann reicht gar nicht. Habe ich noch nie verstanden. In Diktar, in einem Gedicht. Der Baum ist grün. Was meint er wohl damit? Wollte er sich aufschlitzen oder Kinder töten? Mir doch egal, meinte damit einfach, dass der Baum grün ist, also halt's Maul. Gedichte für mich. Weißt du was? Diese Folge bin ich fertig mit dem Batterietisch. Wie nennst du diese Folge? Ein Gedicht von Johann Goethe? Der Baum war grün. Ich aß Kinder mit Barbecue-Soße. Hast du die Story von mir und David eigentlich gesehen? Welche? Wir waren bei McDonald's und dann haben wir an diesem Tablet-Ding da bestellt. Cool. Und dann konnten wir so ganz viele verschiedene Soßen aussehen. Da habe ich Buttermilch bestellt, Cocktailsoße, Shrimp-Scheiße und so eine Kacke. Richtig ekelhafte Sachen. Dann haben wir einen Schickner gemacht, überall reingetunkt. Und dann haben wir davon gekotzt fast. Geil. Hast du es gesehen? Nö. Schade. Liebe? Warte, ich zeig's dir gleich, wenn ich zu Hause bin. Erinnerst du dich noch, was du vorhin nicht erzählen konntest? Nein. Erinnerst du dich, wenn du es wieder aus dem Kontext so mäßig hörst, was ich gesagt habe, dann wolltest du was sagen? Vielleicht. Glaubst du, dann erinnerst du dich? Vielleicht. Ach, meine Fresse, das bist du so ein Wichser. Ja, ich weiß nicht, ob ein bisschen mehr Zink als das, was ich für Batterien brauche, weil, wer weiß, braucht man für irgendwas Zink? Vielleicht für Zink. Ja. Ob man irgendwas für Zink. Wie findet ihr jetzt eigentlich die Audioeinstellungen? Ich habe sie jetzt nochmal umgestellt für die nächsten 10 Minuten. 3 Folgen oder so. Oh, wir sind gleich. Folge ist rum. Ich komme ja auch gerade schon nach Hause. Das ist ziemlich passend. Nein. Ja, ist ja nicht mein Tee. Ich bin fertig ab.
Ja, da, Home Sweet Home. Nach einer langen Reise, in der man fast gestorben ist. Wieso ist dein Haus süß? Bist du etwa die Hexe aus Hänsel und Gretel? Was? Ja, süß, ich hab mein Haus gegessen. Knusperknusperknäuschen, wer fickt denn mal mein Häuschen? Ich hab eine kleine Batterie für dich. Ich hab Energiezellen. Guck dir unseren perfekten Tisch an, ich brauch keine kleine Batterie. Und guck mal, was ich hab. Wo willst du? Muss nach Hause kommen. Ich komm jetzt hoch. Ja, komm ich jetzt. Aber dann setz ich mich schon mal an die Raketen. Oder nee, wir brauchen erstmal eine Erdzeitrichtung, alles gut. Du hast eine Rakete? Nein. Ich setz mich an die Rakete. An den Bau in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge kommt auch die Erdzeitrichtung. Zwei gemischt schon ein Aluminium, das kann ich eigentlich noch zusammensuchen. Baue ich in der nächsten Folge. Werden einschalten. Mit einer Erdzeitrichtung kannst du ja Atome ändern. Und deswegen kannst du ja dann einfach Sachen herstellen. Ja, das ist ganz logisch gemacht, das Spiel. Wird auch von Wissenschaftlern. Das ist ja auch. Nee, ist ja auch in Real Life so. Mhm. Wenn du mal in einem Karussell bist und Sand in die Mitte tust und dann ganz schnell drehst, kann Glas draus werden. Hab ich auch schon mal gemacht. Habt ihr es dann auch gegessen oder nur bewundert? Ich baue schon mal die Erdzentrifuge, ne? Okay. Ohne mich. Dabei ist die Erdzentrifuge mein Lieblings-Item aus dem Video gewesen. Hüffel ich. Weil das ist einfach richtig dumm, weil du kannst einfach Erde abbauen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Du kannst Erde abbauen und dann zum Beispiel dann für eine volle Ladung 8 Harz, 8 Gemisch holen, 6 Lehm, 4 Quarz. Nee, Quarz kannst du nicht holen. Da der Typ eh nur Quatsch redet. Noch 8 biologische Ressourcen. Da der Typ eh nur Quatsch redet, wollte ich mal fragen, ja. Ich habe. Quatsch! Flüssige 60 FPS. So dann ungefähr. Flüssige 59. Hm. Und es schwankt so ein bisschen. Wie findet ihr das? Ist das so schlimm? Weil dafür ist die Grafik halt ein bisschen besser. Ich merke nicht. Erinner, wenn dir jemals jemand darauf antwortet. Man kauft ja auch Schuhe, die viel zu teuer sind. Hier, guck mal, was ich habe. Ich habe letztens mit Leider darüber geredet, wie dumm das damals war. Das hatte ich ganze Zeit. Guck mal. Wie? Was ist das? Ich hab das in Jetpack. Ja, wie hast du das? Gib mir das! Ich will das klauen! Da geht's. Gib's nicht. Bleib mal stehen. Ja? Bleib doch mal stehen! Wir wollten beenden, ne? Nee. Ja, ist mein Tisch. Früher gehe ich hier nicht auf. Tisch. Hier, so. Mein Batterie. Wie viel Ding hast du? Genug. Aber also geschmolzen ist gerade nicht. Noch zwei. Ja, es ist fertig. Oder wollen wir noch einen Tisch machen? Ja. Nein! Oh Gott, eigentlich hat jetzt eine zu viel gemacht. Okay. Das hier haben unsere behalten. Gesichter für. Okay, hier noch einmal kurz zeigen, wie die Erdzentrifuge funktioniert. Hast du gemacht? Wie du denkst, ne? Wir brauchen. Nichts. Lass mich gucken, wie es aussieht. Ey, du dummer Wichser. Kannst deinen Namen haben. Nee, aber danach hab ich. Ach, Digga, bist du behindert. Wir haben hier überall biologische Ressourcen rumliegen. Anstatt Harz zu holen, wovon wir gar nichts gerade in der Base haben. Denkst du dir, ja Mann, ich hole mich, obwohl wir hier überall 10 Stück rumliegen haben und sogar noch genügend Kohlenstoff. Willst du mich verarschen? Sieht auch noch ganz cool aus. Mal hier noch ein Style-Tutorial. Scheiße. Hilfe! Der Profi, Digga. Nachdem ich gefahren bin, bin ich irgendwie boosten. Nee, hätte ich auch schon gerne gekonnt, aber leider nicht.
Ich muss F drücken. Warum bist du so stark? Oh. Ich war im Gym. Okay, das glaube ich nicht. Nehm ich. Komm, nehm mich. Heavy, ey. Darf ich im Rover sitzen? Okay. Dann bis zur nächsten Folge.